Bist du bereit, ein Gebet zu entdecken, das so mächtig ist, dass es dein Leben in nur 24 Stunden verändern kann? Hallo, ich bin Elisabeth. Heute werde ich ein geheimes Gebet mit dir teilen, das die Kraft hat, so schnell Wunder und Segen zu bringen, dass es erschreckend ist. Dieses Gebet basiert auf mächtigen biblischen Verheißungen wie Philipper 4, 13, Jesaja 41, 10 und Jeremia 29, 11. Lasst uns gemeinsam die Majestät Gottes anerkennen, unsere Schwächen bekennen und geistliche Stärkung suchen. Bereite dich darauf vor, den Frieden, die Führung und die Gerechtigkeit Gottes über deinem Leben, deiner Familie und deiner Nation zu spüren. Dieses Video wird dich durch ein Gebet führen, das nicht nur deinen Glauben stärken wird, sondern auch erstaunliche und schnelle Veränderungen für deine Bedürfnisse bringen kann. Lass uns beginnen und sehen, wie dieses Gebet dein Leben verändern kann. Herr, unser Gott, wir versammeln uns heute, um unser Vertrauen in dich zu bekräftigen, besonders in Zeiten der Unsicherheit und Schwierigkeiten. Wir leben in einer Welt voller Herausforderungen, aber wir wissen, dass du unser sicherer Zufluchtsort bist. Dieses Gebet ist eine Erinnerung an deine ständige Präsenz und die unerschütterliche Macht deiner Hand über unserem Leben. Wir wollen unseren Glauben stärken und fest an deine Wunder und Verheißungen glauben. Unser Herz wendet sich deinem Wort zu, indem wir Trost und Orientierung finden. In Markus 11,24 Uhr lehrt uns Jesus: Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Diese Worte ermutigen uns, mit Glauben zu beten, in dem Vertrauen, dass du unsere Bitten hörst und beantwortest. Durch diese Passage sehen wir den Ruf zu einem vollen Vertrauen in deine Wunder und Verheißungen. Himmlischer Vater, wir erkennen deine Souveränität und Majestät von ganzem Herzen an. Du bist der Schöpfer des Himmels, der Erde und allem, was darin ist. Jeder Stern am Himmel, jeder imposante Berg und jeder Regentropfen sind Werke deiner mächtigen Hände. In dir setzen wir unser ganzes Vertrauen, in dem Wissen, dass du in all deinen Wegen treu und gerecht bist. Deine Größe ist unermesslich und deine Herrlichkeit erfüllt die Erde. Wir sind klein vor dir, aber gleichzeitig sind wir von dir über alle Maßen geliebt. Herr, wir bekennen, dass wir oft zweifeln und zulassen, dass Angst unsere Herzen erfüllt. In unserer Schwäche vergessen wir deine Verheißungen und lassen die Sorgen dieser Welt uns von deinem Frieden ablenken. Wir bitten um Vergebung für unseren Mangel an Glauben und für all die Momente, in denen wir an deiner Macht und Liebe gezweifelt haben. Hilf uns, daran zu denken, dass du unser Zufluchtsort und unsere Stärke bist, unser immer gegenwärtiger Helfer in der Not. Stärke unseren Geist, Herr, und erfülle uns mit deinem Mut, damit wir den Herausforderungen des Lebens mit Vertrauen in dich begegnen können. Wir danken dir, o Gott, für all die Segnungen, die du täglich über uns ausgießt, auch für jene, die oft unbemerkt bleiben. Deine Versorgung ist beständig und deine Gnade trägt uns jeden Tag. Jeder Sonnenaufgang, jedes Lächeln, jeder Moment des Friedens ist ein Geschenk von dir. Wir sind dankbar für deine unaufhörliche Fürsorge und deine ständige Präsenz in unserem Leben. Deine Liebe ist ein Balsam, der unsere Wunden heilt, und deine Barmherzigkeit erneuert uns jeden Morgen. Ohne dich wären wir nichts und könnten nichts tun. Deine Güte umgibt uns wie ein Schild und deine Hand führt uns auf geraden Wegen. Auch in den Stürmen des Lebens können wir deine Gegenwart spüren, die uns tröstet und uns die Kraft gibt, weiterzugehen. Du bist ein liebevoller Vater, der sich um jedes Detail unseres Lebens kümmert, vom kleinsten bis zum bedeutendsten. Wir danken dir, dass du uns niemals verlässt und unser ständiger Halt und unsere Sicherheit bist. Jeden Schritt, den wir machen, wissen wir, dass wir unter deiner liebevollen Obhut stehen.
Vater, wenn wir in die Zukunft blicken, legen wir alle unsere Sorgen und Träume in deine Hände. Wir vertrauen darauf, dass dein Wille gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Hilf uns, unsere Augen auf dich gerichtet zu halten und im Glauben zu wandeln, nicht nach dem, was wir sehen. Mögen wir immer daran denken, dass du unabhängig von den Umständen souverän bist und alles in deiner Hand hältst. Unsere Hoffnung liegt in dir, und wir wissen, dass wir mit deiner Hilfe jedes Hindernis überwinden und ein Leben führen können, das dich verherrlicht. Wenn dieses Gebet dein Herz berührt hat, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und die Gegenwart Gottes um dich herum zu spüren. Lege deine Hand auf dein Herz und fühle die Liebe des Vaters, die dich umhüllt. Wenn du an dieses Wort glaubst, schreibe ich Glaube in die Kommentare. Wenn du diesen Segen in deinem Leben möchtest, schreibe ich Empfange in die Kommentare. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Momente des Gebets und der Besinnung zu erleben. Hast du schon einmal die verwandelnde Kraft des Glaubens in deinem Leben gespürt? Möchtest du entdecken, wie das Vertrauen in Gott alles um dich herum verändern kann? Bleib bis zum Ende dieses Videos bei uns und bereite dich auf eine spirituelle Erfahrung vor, die deinen Geist erneuern und deinen Glauben stärken kann. Wir loben dich, Herr, für deine Güte und Treue, die jeden Morgen neu sind. Du bist würdig, alle Ehre und Herrlichkeit zu empfangen, und unsere Seele freut sich, dich anzubeten. Jeder Moment des Lobpreises ist eine Gelegenheit, uns mit dir zu verbinden und unsere Dankbarkeit für deine ständige Präsenz in unserem Leben auszudrücken. Du bist ein liebevoller und gerechter Gott, immer bereit, uns in deinen Armen aufzunehmen und uns den Frieden zu gewähren, den wir so sehr suchen. Geliebter Vater, wir bringen unsere persönlichen Bedürfnisse und Wünsche vor dich, im festen Vertrauen darauf, dass du jedes unserer Gebete hörst. Wir wissen, dass du fähig bist, alle unsere Mängel zu beheben, sei es materiell, emotional oder spirituell. Wir vertrauen auf deine Macht, Wunder in unserem Leben zu wirken und unmögliche Situationen in Zeugnisse deiner Größe zu verwandeln. Wir bitten dich, Herr, dass du in unsere Herzen schaust und uns gemäß deinem vollkommenen Willen das gibst, was wir brauchen. Wir beten auch für unsere Familien und Freunde, die wir lieben und die Teil unseres Lebens sind. Wir bitten, dass du sie segnest und auf ihren Wegen führst, sie vor allem Bösen schützt und ihre Pfade erleuchtest. Möge jeder von ihnen deine Gegenwart spüren und in dir die Kraft und Führung finden, um den Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Mögen deine Pläne in ihrem Leben erfüllt werden und ihnen Frieden, Freude und Hoffnung bringen. Herr, wir bitten dich, die Herzen derer zu berühren, die dich noch nicht kennen, und ihnen deine Liebe und Wahrheit zu offenbaren. Gebrauche uns als Werkzeuge, um dein Licht zu denjenigen zu bringen, die in der Dunkelheit sind, damit mehr Menschen die Verwandlung erfahren können, die nur du bieten kannst. Mögen unsere Leben lebendige Zeugnisse deiner Gnade und Barmherzigkeit sein, die andere inspirieren, deine Gegenwart zu suchen und auf deine Pläne zu vertrauen. Wir danken dir, Herr, dass du uns hörst und für deine beständige Treue in unserem Leben. Wir wissen, dass alle Dinge in deinem vollkommenen Timing zum Besten für diejenigen wirken, die dich lieben. Wir setzen weiterhin unser Vertrauen in dich und übergeben jeden Aspekt unseres Lebens in deine mächtigen Hände. Möge unser Glaube täglich wachsen und uns stets daran erinnern, dass du unser Gott, unser liebevoller Vater und unser treuer Retter bist. Wenn dieses Gebet dein Herz berührt hat, lade ich dich ein, deine Hände zu erheben und die Gegenwart Gottes zu spüren, die dich umgibt. Lass ihn sich um alle deine Bedürfnisse und Wünsche kümmern. Wenn du an dieses Wort glaubst, schreibe ich Glaube in die Kommentare. Wenn du diesen Segen in deinem Leben möchtest, schreibe ich Empfange in die Kommentare. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Momente des Gebets und der geistlichen Stärkung zu erleben.
Hast du schon einmal gesehen, wie Gott mächtig in deinem Leben gewirkt hat? Möchtest du wissen, wie er all deine Bedürfnisse stillen und Wunder in deinem Alltag vollbringen kann? Bleibe bis zum Ende dieses Videos bei uns und entdecke, wie der Glaube an Gott jeden Bereich deines Lebens verändern und unvorstellbare Segnungen bringen kann. Wir treten auch für unsere Kirche ein, Herr, damit sie weiterhin ein Leuchtfeuer der Hoffnung und des Lichts für alle ist, die sich ihr nähern. Möge deine Gegenwart in jedem Gottesdienst, jedem Treffen und jeder Aktion spürbar sein. Mögen wir in deiner Liebe vereint sein, einander stärken und von deiner Gnade zeugen. Möge unsere Kirche ein Zufluchtsort für die Müden und Beladenen sein, ein Ort, an dem jeder Frieden und Erneuerung in dir findet. Vater, wir übergeben unser Land in deine Hände, in dem Wissen, dass du souverän über allem bist. Wir beten, dass unsere Führer von deiner Weisheit geleitet werden, Entscheidungen zu treffen, die Gerechtigkeit, Frieden und das Wohlergehen aller Bürger fördern. Mögen Integrität und Wahrheit in unserem Land herrschen und dass wir in Harmonie leben, einander respektieren und lieben, wie du uns gelehrt hast. Wir bitten, dass du unser Land vor allem Bösen schützt und jeden Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit segnest. Wir erinnern uns an die Worte aus Philipper 4, 13, Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Möge diese Wahrheit unsere Herzen mit Mut und Entschlossenheit erfüllen, jeder Herausforderung zu begegnen. In Zeiten der Schwierigkeit mögen wir uns daran erinnern, dass du unsere Stärke und Hilfe bist. Möge das Vertrauen in dein Wort uns festhalten, unabhängig von den Umständen, und dass wir die Hindernisse mit Glauben und Hoffnung überwinden. Herr, wir bitten dich, weiterhin Wunder in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft zu wirken. Möge jedes Zeugnis deiner göttlichen Intervention ein Anreiz für andere sein, auf dich zu vertrauen. Mögen wir stets dankbar sein für deine bedingungslose Liebe und deine Versorgung in jedem Moment. Möge unser Glaube ein lebendiges Beispiel für diejenigen um uns herum sein, das zeigt, dass wir in dir alles finden, was wir brauchen, um ein erfülltes und gesegnetes Leben zu führen. Geliebter Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst und für deine beständige Präsenz in unserem Leben. Wir vertrauen darauf, dass du die Kontrolle über alles hast und einen vollkommenen Plan für jeden von uns. Mögen wir stets deine Weisheit suchen und nach deinen Lehren leben. Möge unser Leben ein Spiegel deiner Liebe sein, der Hoffnung und Liebe zu allen bringt, denen wir begegnen. Im Namen Jesu beten wir, Amen. Wenn dieses Gebet dein Herz berührt hat, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und in der Gegenwart Gottes zu meditieren, die den Frieden und die Stärke, die er bietet, zu spüren. Lege deine Hand auf dein Herz und lass die Hoffnung deine Seele erfüllen. Wenn du an dieses Wort glaubst, schreibe ich Glaube in die Kommentare. Wenn du diesen Segen in deinem Leben möchtest, schreibe ich Empfange in die Kommentare. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Momente des Gebets und der Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Hast du schon einmal die verwandelnde Kraft des Gebets in deinem Leben gespürt? Möchtest du wissen, wie der Glaube Licht und Hoffnung in schwierigen Zeiten bringen kann? Bleibe bis zum Ende dieses Videos bei uns und entdecke, wie das Wort Gottes dein Leben stärken und unvorstellbare Segnungen bringen kann. Lass uns gemeinsam die Gegenwart des Herrn suchen und seine Frieden erleben, der allen Verstand übersteigt. In Jesaja 41, 10 sagst du uns, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht niedergeschlagen, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Möge diese Verheißung unser Fundament in Zeiten der Not sein. Herr, lass diese Worte in unseren Herzen widerhallen, wann immer wir Schwierigkeiten begegnen, und uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind. Deine ständige Gegenwart gibt uns den Mut, weiterzugehen, in dem Wissen, dass du unser Beistand und unsere Stärke bist.
Möge diese Wahrheit uns trösten und uns mit Hoffnung erfüllen inmitten der Herausforderungen des Lebens. Herr, wir suchen deine Führung in unseren täglichen Entscheidungen. Mögen wir deinen Willen erkennen und den Weg gehen, den du für uns bereitet hast. Gib uns Weisheit, das Richtige zu wählen, und den Mut, deiner Führung zu folgen, auch wenn es schwer ist. Mögen unsere Schritte vom Heiligen Geist geleitet sein, und möge unser Leben dir in allen Bereichen gefallen. Hilf uns, deine Stimme klar zu hören und bereitwillig zu gehorchen, im Vertrauen darauf, dass du den besten Plan für uns hast. Vater, hilf uns, geistliche Disziplinen zu pflegen, die uns näher zu dir bringen. Möge unser Gebetsleben und Bibelstudium beständig und leidenschaftlich sein. Erfülle uns mit einem tiefen Verlangen, dich besser zu kennen und in enger Gemeinschaft mit dir zu wandeln. Mögen wir jeden Tag Zeit finden, in deiner Gegenwart zu sein, dein Angesicht zu suchen und dein Wort zu hören. Möge unser Herz nach mehr von dir verlangen und möge unser Glaube stärker werden, während wir uns in deiner Liebe und Wahrheit vertiefen. Herr, wir wissen, dass geistliche Disziplinen unerlässlich für unser Wachstum und unsere Stärkung im Glauben sind. Hilf uns, in unserer Hingabe fleißig zu sein und nicht zuzulassen, dass die Ablenkungen der Welt uns von dir wegführen. Mögen wir eine aufrichtige Gebetsroutine und ein sorgfältiges Bibelstudium entwickeln, in jedem Moment mit dir Freude und Erneuerung finden. Möge unser geistliches Leben lebendig und voller Leidenschaft für dein Reich sein, deine Liebe und Gnade in allem, was wir tun, widerspiegeln. Wir danken dir, Vater, für deine Geduld und dafür, dass du uns auf unserem geistlichen Weg führst. Wir wissen, dass wir, wenn wir uns dir nähern, in dein Bild verwandelt werden und mehr wie Jesus werden. Möge diese Verwandlung für alle um uns herum sichtbar sein, dein Macht und Liebe bezeugend. Mögen wir Licht in einer dunklen Welt sein, andere inspirierend, eine enge Beziehung zu dir zu suchen. Im Namen Jesu danken und loben wir dich. Amen. Wenn dieses Gebet dein Herz berührt hat, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und über die Verheißung Gottes in Jesaja 41, 10 nachzudenken. Lege deine Hand auf dein Herz und spüre den Frieden, den er bietet. Wenn du an dieses Wort glaubst, schreibe ich Glaube in die Kommentare. Wenn du diesen Segen in deinem Leben möchtest, schreibe ich Empfange in die Kommentare. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Momente des Gebets und der Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Hast du schon einmal die Sicherheit erfahren, dass Gott immer bei dir ist? Möchtest du entdecken, wie das Wort Gottes dein Führer und Fundament in Zeiten der Not sein kann? Bleibe bis zum Ende dieses Videos bei uns und erfahre, wie Gebet und Bibelstudium dein Leben verändern und in jeder Situation Stärke und Hoffnung bringen können. Lass uns gemeinsam die Führung und den Trost suchen, den nur der Herr bieten kann. Wir beten für alle, die Schwierigkeiten durchmachen, und bitten, dass dein Friede, der allen Verstand übersteigt, sie umgibt und sie deine tröstende Gegenwart spüren. Herr, du kennst jede Träne und jede Sorge, und wir bitten, dass dein Heiliger Geist jedem bedrängten Herzen Trost und Erneuerung bringt. Mögen wir mitten in den Stürmen des Lebens Zuflucht bei dir finden und deinen Frieden spüren, der beruhigt und Hoffnung bringt. Stärke die Schwachen, ermutige die Mutlosen und heile die Kranken mit deinem mächtigen und liebevollen Berühren. In Jeremia 29, 11 versicherst du uns, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wir glauben an diese Verheißungen und hoffen auf dich. Herr, wir wissen, dass du für jeden von uns einen Plan hast, auch wenn wir über unsere gegenwärtigen Umstände hinaus nicht sehen können. Hilf uns, deinen Plänen zu vertrauen, geduldig zu warten und im Glauben zu wandeln, in dem Wissen, dass du eine strahlende Zukunft für uns bereithältst. Schließlich, Herr, möge unser Glaube unerschütterlich sein,
wie es in Hebräer 11, 1 heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Mögen wir diesen Glauben täglich leben, fest auf deine Liebe und Macht vertrauend. Möge unser Vertrauen in dich nicht wanken, selbst angesichts von Schwierigkeiten und Unsicherheiten. Hilf uns, unsere Augen auf dich gerichtet zu halten, an deine Verheißungen zu glauben und mutig und entschlossen voranzugehen, in dem Wissen, dass du treu bist, alles zu erfüllen, was du versprochen hast. Herr, stärke unseren Glauben, damit wir den Herausforderungen mit Vertrauen auf deine Macht begegnen können. Möge jede Prüfung eine Gelegenheit zum geistlichen Wachstum und zur Vertiefung unserer Beziehung zu dir sein. Lehre uns, durch Glauben und nicht durch Sehen zu leben, das Unsichtbare zu glauben und dem Unmöglichen zu vertrauen. Möge unser Leben ein lebendiges Zeugnis deiner Gnade und Treue sein, andere inspirierend, einen unerschütterlichen Glauben an dich zu suchen. Wir danken dir, Vater, für deine Verheißungen, die uns Hoffnung und Sicherheit geben. Wir wissen, dass wir in dir eine Zukunft voller Hoffnung haben, und wir loben dich für deine Güte und Treue. Mögen wir stets daran denken, dass du unabhängig von den Umständen bei uns bist, uns führst und uns stützt. Möge unser Glaube ein helles Licht sein, das andere zu dir führt und sie deine Liebe erfahren lässt. Im Namen Jesu beten wir, Amen. Wenn dieses Gebet dein Herz berührt hat, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und die Gegenwart Gottes zu spüren, die Frieden und Trost bringt. Lege deine Hand auf dein Herz und lass die Hoffnung deine Seele erfüllen. Wenn du an dieses Wort glaubst, schreibe ich Glaube in die Kommentare. Wenn du diesen Segen in deinem Leben möchtest, schreibe ich Empfange in die Kommentare. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Momente des Gebets und der Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Hast du schon einmal den Frieden erfahren, der allen Verstand übersteigt, in deinem Leben? Möchtest du wissen, wie das Vertrauen in Gottes Pläne Hoffnung und eine strahlende Zukunft bringen kann? Bleibe bis zum Ende dieses Videos bei uns und entdecke, wie der Glaube dein Leben verändern kann, deinen Geist stärkt und dir die Gewissheit gibt, dass Gott die Kontrolle hat. Lass uns gemeinsam die Verheißungen Gottes erkunden und ein Leben mit unerschütterlichem Glauben führen. Liebe Brüder und Schwestern, wir laden euch ein, bei uns im Gebet zu bleiben und die kraftvollsten Psalmen der Bibel zu lesen, um unser unerschütterliches Vertrauen in Gott zu stärken und unseren Glauben an seine Wunder und Verheißungen zu erneuern. Gemeinsam wollen wir uns mit dem Wort und der Macht des Herrn erfüllen. Anschließend betet mit mir das Vaterunser. Möge unser Glaube erneuert werden und mögen wir die Wunder Gottes in unserem Leben bezeugen. Die Bibel sagt im Psalm 16: Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn: Du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gute außer dir. An den Heiligen, so auf Erden sind, und den Herrlichen, an denen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nacheilen, werden groß Herzeleid haben. Ich will ihre Trankopfer mit Blut nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen aufs Liebliche, mir ist ein schön Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mir geraten hat, auch züchtigen mich meine Nieren des Nachts. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er ist mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz, und meine Ehre ist fröhlich, auch mein Fleisch wird sicher liegen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Die Bibel sagt in Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele,
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Bibel sagt im Psalm 37: Erzürne dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald abgehauen, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünschet. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, erzürne dich nicht über den, dem sein Mutwille glücklich fortgeht. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht, dass du nicht auch übel tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Es ist noch um ein kleines, so ist der Gottlose nimmer, und wenn du nach seiner Stätte sehen wirst, wird er weg sein. Aber die Elenden werden das Land erben und Lust haben in großem Frieden. Der Gottlose droht dem Gerechten und beißt seine Zähne zusammen über ihn. Aber der Herr lacht sein, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen ziehen das Schwert aus und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und schlachten die Frommen. Aber ihr Schwert wird in ihr Herz gehen und ihr Bogen wird zerbrechen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als das große Gut vieler Gottlosen. Denn der gottlosen Arm wird zerbrechen, aber der Herr erhält die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Sie werden nicht zu Schanden in der bösen Zeit, und in der Teuerung werden sie genug haben. Denn die Gottlosen werden umkommen, und die Feinde des Herrn, wenn sie gleich sind wie köstliche Aue, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Der Gottlose borgt und bezahlt nicht, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Denn seine Gesegneten erben das Land, aber seine Verfluchten werden ausgerottet. Von dem Herrn wird solches Mannes Gang gefördert, und er hat Lust an seinem Wege. Fällt er, so wird er nicht weggeworfen, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen oder seinen Samen nach Brot gehen. Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne, und sein Same wird gesegnet sein. Lass vom Bösen und tue Gutes und bleibe wohnen immer da. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht, ewiglich werden sie bewahrt, aber der gottlosen Same wird ausgerottet. Die Gerechten erben das Land und bleiben ewiglich darin. Der Mund des Gerechten redet die Weisheit, und seine Zunge lehrt das Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Tritte gleiten nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und gedenkt, ihn zu töten. Aber der Herr lässt ihn nicht in seinen Händen und verdammt ihn nicht, wenn er verurteilt wird. Harre auf den Herrn und halte seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land erbest. Du wirst es sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden. Ich habe gesehen einen Gottlosen, der war trotzig und breitete sich aus und grünte wie ein Lorbeerbaum. Da man vorüberging, siehe, da war er dahin, ich fragte nach ihm, da ward er nirgend gefunden. Bleibe fromm und halte dich recht, denn solchem wird's zuletzt wohl gehen. Die Übertreter aber werden vertilgt miteinander, und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Aber der Herr hilft den Gerechten, der ist ihre Stärke in der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und wird sie erretten, er wird sie von dem Gottlosen erretten und ihnen helfen, denn sie trauen auf ihn. Nun wiederholen Sie mit mir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Andere Übersetzung: Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abonnieren Sie unseren Kanal, um unsere Videos zu verfolgen. Möchten Sie dabei helfen, diese Botschaft an mehr Menschen weiterzugeben? Unterstützen Sie uns. Der Link für Spenden befindet sich im ersten fixierten Kommentar. Ihre Großzügigkeit kann viele Leben segnen. Ich empfehle Ihnen auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint.